Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom LS22 auf der En Belleron. So. Ich würde sagen, schicken wir den Helfer. Müsste der hier sein, ja. Freie Fahrt. Und zwar hierhin. Hat er jetzt erstmal berechnen müssen? Naja, passt schon. Okay. Der ist jetzt auch gleich fertig. Sehr, sehr gut. Den hier und den. So. Ich fahre jetzt einfach zum Händler und hol das Wasserfass und fange an, die Gewächshäuser zu befüllen. Dafür können wir den hier locker nutzen. Der müsste, glaube ich, 190 PS haben, der Valtra. Schauen wir einfach mal. Dann müsste der Drescher jetzt auch gleich fertig sein. Ja, jetzt ist er fertig. Gedrückt halten. Sofern man Gang eingelegt hat. Ansonsten sagt der Traktor, nö. Ich habe keine Lust mehr. Und geht aus. So, jetzt sieht man es ja auch schön, wie das Auto hinter uns aufholt. Echt geil, dass der Verkehr endlich schneller geworden ist. Wirklich, wow. Das heißt, du kannst mit dem Traktor, bist mit dem Traktor nicht mehr hinterm Verkehr her. Du musstest irgendwie gucken, wie du überholen kannst. So, Lele. Das Auffüllen geht ohne, dass der Motor läuft. Nur eben, wenn man, wenn man zum Beispiel entladen möchte, das geht jetzt aktuell nur, wenn der Motor läuft. Jetzt fahren wir mit dem Drescher kurz runter, tun nochmal abtanken. Ja, der Raps, der gibt gut Geld eigentlich. So war es zumindest immer. So. Jetzt wollen wir den kurz abtanken. 730 Euro fürs Wasser. Das sind natürlich Kosten. Haben da reingepasst, 8.500 Liter, glaube ich, oder 8.500 Kubik.
Jetzt fahren wir zum nächsten Feld, tun das anfangen dreschen. Vorne kommt unser kleiner Freund. Mit dem Fendt. Mit dem Ladewagen. Ich muss schon sagen, sieht schon nice aus, ne? Wenn der so komplett alleine fährt. Das hat schon was. Das hat schon was. Ich lasse hier einfach kurz das Schneidwerk dran, weil... Ja. Ich lasse es einfach dran. So. Nehmen wir noch zwei Folgen, dann ist das hier fertig. Gespannt. So, die Strohablage, ja, da. Das ist gut, weil durch die Strohablage bekommen wir halt auch einfach ein bisschen ein kleines Nebeneinkommen. Ne? Und wir haben so ein kleines Nebeneinkommen. Einfach, dass wir ein bisschen mehr über die Runden kommen. Weil wir haben ja auch einen Kredit von 500.000 aufgenommen. So, kurz warten. Jawohl. Ich glaube, die Wiese hier haben wir auch mit dazu geholt, ne? Ich glaube ja. Das heißt, könnte man theoretisch auch im Mähwerk kaufen. Und dann zumindest das Gras einsammeln. Und dann Schafe oder so. Weil die kriegen ja Gras. Mal die Frage, ob das Gras verrottet im Anhänger. So wie es war im 19er. Mit dem Mod natürlich. Ich denke mal, das Wichtigste würde erstmal sein, wenn wir das für die Werkstatt bauen. Die Werkstatt und der Kärcher, dass wir hier auch Maschinenpflege betreiben können. So. Ob wir hier so entlang fahren können. Schauen wir mal, ob wir hier so entlang fahren können. Meter Schneidwerk hier kurz über die öffentliche Straße fahren. So, schnell das Auto durchgelassen. Wir wollen ja ein angenehmer Bauer sein und kein so, kommen wir hier einmal quer rüber. Dann noch einmal zurück. Und dann können wir schon wieder den Helfer losschicken. Echt geil. Diesen Drescher. Ohne Witz. Ich glaube, den werde ich ziemlich als letztes upgraden.
Es kann sogar auch sein, dass ich diesen Drescher mitnehme auf die Marsch, ne? Und einfach mit zwei, drei von den Dreschern arbeite auf der Marsch zum Start. Weil er wird ja nur einen Bruchteil kosten, was er eigentlich zum Beispiel der Lexion kostet, ne? Kann ich mir drei von denen kaufen, wenn ich bevor mir ein Lexion kaufe. Das ist halt so mein Hauptgedanke, ne? Da kann man einfach drei, vier Stück kaufen, statt einen großen, und kannst genauso gut die zwei nebeneinander durchjagen, hast du einfach genau gleich viel. Ja gut, halt nur, dass du halt mehr Lohnkosten hast, weil halt zwei Helfer gleichzeitig aktiv sind statt einer, ne? Ja. Lässt sich drüber streiten. Wir werden sehen, was passieren wird. So, viel Spaß, Helfer, darfst du arbeiten. Wir kümmern uns jetzt kurz um die Gewächshäuser. Wir hatten hier wieder dieses den Schneidwerkswagen so bescheiden dahingestellt. Das war ich. So, jetzt laden wir die 7,5 Kubik. Hier rein. So. Zack. Wir waren hier stehen geblieben, ja. Oder halt beim Stroh sammeln. So. Die paar Bahnen einfahren. Dann geht's halt eben los mit dem ganzen Zeug, ne? Das heißt, dann werde ich offscreen Krobon, nicht Krobon, pflügen. Aber nur damit ich euch nicht so stark langweile damit, weil ich glaube nicht, dass ihr Lust habt, hier 10 Folgen lang zuzugucken, wie ich pflüge. So. Na, wir haben das Stroh auch gleich eingefahren. Das passt ja dann. Noch drei Bahnen, dann ist das Stroh weg. Und ich finde auch, die haben das verlängert, dass eben diese Spuren auf dem Boden, dass sie länger da bleiben. Ne? Habe ich so das Gefühl. Also, können wir natürlich auch irren. Aber ja.
Stroh ist gleich eingefahren. Stellen wir den Ladewagen einfach mal kurz auf dem Hof ab. Ja, fast vollen Korntank. War mir klar. Hier schnell den Anhänger abholen, entladen und dann müssen wir schleunigst zum Drescher fahren. Hier merkt man jetzt auch schon mit diesen knapp 15 Kubik, dass der hier ordentlich zu kämpfen hat, ne? Ja, allgemein diese neuen Sounds, wo sie hier haben, sind schon geil. Ich finde auch cool, dass wir hier diese neuen Anzeigen haben. Wie jetzt hier. Du siehst, wenn du ans Silo hinläufst, wie viel drin ist. Ne? Das ist natürlich sehr, sehr geil. So, jetzt kommen wir rüber. Schön mit 50 über so einen Acker flügen. So. Haben wir es ja zum Glück rechtzeitig geschafft. Jetzt bin ich dann da mit dem Gaspedal spielen müssen. Mit dem Tempomat. So wird das doch was. Ach, Kubik geht eben in den Ruhe. So, genau. Ich glaube, 8 Kubik oder 8,5 Kubik gehen in den Drescher. Moment, das gucken wir schnell nach. Das will ich jetzt wissen. Mähdrescher, wir haben den hier 8,5 Kubik. Dann haben wir das nächste, der nächstgrößere, wo aber schon das Doppelte kostet. Oder über das Doppelte. Wäre der New Holland. CH77. Der hat nur 800 Liter mehr Volumen. Was hat der für ein Schneidwerk? Okay, 8,5 Meter Schneidwerk. Das ist natürlich ein bisschen besser wie das 6 Meter Schneidwerk. Okay. Und dann bist du nur marginal besser. Marginal teurer. 20.000 mit einem Johnny. Na guck mal hier, ein Trion zum Beispiel. Ne? Wo man hier 12 Kubik hätte. Ein Schneidwerk von 10 Meter. Ja gut, das würde uns schon rentieren. Da können wir uns drei oder fast drei Topliner kaufen. Ne? Also das ist schon Wahnsinn. So. Jetzt holen wir schnell den Ladewagen.
parallel da drüben eben auftanken können. Auftanken. Aufsammeln können. So, jetzt habe ich es. Aber gut, meine Freunde, das wäre es gewesen für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen da. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.